und herzlich willkommen zu einem weiteren Review-Video von A2K 101. So, es hat jetzt ein Weilchen gedauert. Jetzt sind wir aber auf Stufe 9. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt kommen nämlich wirklich die Top-Tier-Schiffe so langsam ran an, beim Vorstellen ran. ich wollte mal anfangen mit Eroon. Ist ein ziemlich kniffliges Schiff, weil ich habe mitbekommen, viele Leute haben Probleme mit dem Schiff. Also dachte ich mir, okay, dann gucken wir uns das doch mal an, ob wir da irgendwas finden, was euch da weiterhilft. Also wir gehen wie immer erstmal über die Werte drüber, dann werde ich die Module und meine Kapitänsskillung zeigen und dann gibt es natürlich immer noch ein Gameplay-Video. Fangen wir mal oben an. Trefferpunkte 49.500 ist, glaube ich, mit einer der Höchstwerte. Die deutschen Schiffe haben meistens, also deutschen Kreuzer haben meistens ein bisschen mehr Trefferpunkte als die anderen Nationen. Können auch mal gleich an die Panzerung gucken. Ups. Wir haben hier wieder diesen üblichen Schildkrötenpanzer. Der hilft euch auf jeden Fall auf kurze Distanz nicht Zitadell zu werden. Also wir sprechen hier von einem Bereich von 7-8 Kilometern. Denke ich, sollte es nicht möglich sein, außer man kommt durch die Front. Also ihr habt hier nur einen 27 mm Bug. Natürlich, wenn dann jemand hier reintrifft, dann rumpelt es. Dann gibt es halt auch eine Zitadelle, dann kann man nichts dagegen machen. Oder ihr, diese ganze Panzerung hier wird über, ja, durchdrungen, dann rumpelt es halt auch. Also die Rhone ist nicht ganz so robust wie die Hindenburg auf Stufe 10, aber dennoch robust genug, meiner Meinung nach. Ihr habt einen Torpedoschutz von 16%, ist nicht der Rede wert, ist ein nettes Gimmick, also 16% für einen Kreuzer ist schon okay, auf jeden Fall. Artillerie habt ihr hier, insgesamt 9 Geschütze mit einem Layout, der Nürnberg oder der Königsberg ähnelt. Ihr habt nämlich einen Dreierturm vorne und 2 Dreiertürme hinten. Und ich glaube, das ist das, was den Leuten auch so ein bisschen Probleme macht, weil die Rhone ist nicht unbedingt ein Schiff, mit dem man pusht oder quasi aggressiv fährt erstmal. Man kann mit dem Schiff aggressiv fahren, alleine wegen den Torpedos, aber erst im späteren Verlauf, wie immer, oder bei guten Gelegenheiten. Grundsätzlich ist es aber eher ein Schiff, was einen Vorteil hat, wenn man vom Gegner wegfährt. Also wenn der Gegner selbst irgendwo quasi Druck aufbaut und euch versucht zu vertreiben, in dem Fall ist die Rhone doch recht angenehm zu spielen, weil ihr könnt einfach wegfahren und ausweichen und dabei schön schießen. Und da ihr die größte Feuerkraft im Heckbereich des Schiffs konzentriert ist, ist das das, was ihr eigentlich haben wollt. Wenn ihr angreift, ist es so ein bisschen lala. Also kann das verstehen, wenn Leute da ein bisschen Probleme haben, weil mit 3 Geschützen, macht man nicht so viel. Sekundärbewaffnung, wie bei allen deutschen Schiffen, ganz gut. Also nicht, dass ihr jetzt hier beim Kreuzer da irgendwas rein investieren müsst, aber ist auf jeden Fall ganz passabel. Torpedos habt ihr leider nur 2 Vierfach Werfer auf jeder Seite, also nicht zu viele. Das macht es natürlich ein bisschen schwierig. Es ist schon angenehmer, wenn man 2 auf jeder Seite hat. Da ist die Chance, etwas zu treffen, doch etwas höher. Flugabwehr ist auch auf jeden Fall gut. Hier vor allem die Midrange oder Mittelstrecke. 165, 100 auf der Langstrecke. Kurzstrecke ist nicht so überragend. Manövrierbarkeit, ja, das ist etwas, wo die Rhone nicht ganz so stark ist. Ruderstellzeit 9,1 ist okay, aber auch nicht prickelnd. Der Wendekreis von 780 ist natürlich schon recht groß, das berücksichtigt. Also ihr seid nicht sehr flink unterwegs. Auch die Geschwindigkeit mit 32,5, da gibt es auf jeden Fall Schiffe, die schneller sind. Verborgenheit 11,1, ja, da sind die Deutschen halt auch nicht so gut. Es ist okay, aber es ist halt auch nichts Großartiges. Also nicht der Rede wert. Machbar, spielbar, aber nichts Grandioses. So, gehen wir kurz über die Module. Was würde ich euch empfehlen? Muss ich erstmal selbst gucken, habe ich mich jetzt gerade gar nicht informiert, aber ja.
Ja, ich finde Feuerkraft ja immer recht wichtig. Ist schwierig zu sagen. Also wenn ihr erfahren seid, dann könnt ihr auch sagen, okay, ich werde erstmal die Kanonen aufwerten, um bessere Nachladezeit und bessere Drehgeschwindigkeit zu bekommen. Das wäre eine Möglichkeit. Andere ist, ich will lieber meine Ausdauer bei dem Kreuzer verbessern, heißt also mehr Trefferpunkte, ein bisschen bessere Luftabwehr, ein bisschen bessere Manövrierbarkeit. Dann seid ihr mit dem B-Rumpf hier richtig. Ich denke, ich würde nochmal für B-Rumpf zuerst gehen, dann die Kanonen und dann zuletzt die Reichweite. Mein 16,2 ist jetzt auch nicht viel, aber ihr könnt immer noch das Aufklärungsflugzeug nutzen und dann geht das Ganze auch schon wieder. Also, meine Empfehlung, B-Rumpf, dann die verbesserten Geschütze und dann zuletzt die Reichweite. Dann natürlich ans Herz legen kann ich euch nur Schadensbegrenzungsteam 2. Reparaturmannschaft 2, das auf jeden Fall auf Premium und defensives Flakfeuer 2 und Aufklärungsflugzeug 2, das ist optional. Das könnt ihr dann selbst entscheiden, wie es in eurem Geldbeutel aussieht. Verbesserungen habe ich hier immer Hauptbewaffnungsmodifikation 1, hilft immer, dass die Türme nicht so schnell ausfallen und so weiter und so fort. Würde jetzt auch nicht sehen, was jetzt irgendwie hier mehr Sinn macht. Flakbewaffnungsmodifikation 2, wie bei fast allen Kreuzern, empfehlenswert. Höchstfeuerreichweite und so weiter und so fort. Der Flak. Und jetzt kommt es hier, wir sind jetzt auf Stufe 9 und jetzt haben wir noch einen extra Schacht, wo wir noch was einfügen können. Und dann würde ich euch empfehlen, hier diese Hauptbatterie-Modifikation 3. Das erhöht eure Nachladegeschwindigkeit auf Kosten der Drehgeschwindigkeit. Also die Drehgeschwindigkeit der Türme nimmt ein bisschen ab. Aber ihr könnt auf jeden Fall schneller schießen, was relativ nett ist. Ihr könnt natürlich das Schiff auch zu einem Luftabwehrmonster ausbauen, aber das empfehle ich euch nicht. Und die Reichweite hier zu erhöhen, halte ich auch für Quatsch. Also, ja. Es geht halt alles auf Kosten der Nachladezeit, dann habt ihr nur noch irgendwie 10 Sekunden Reload und ja, finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Ich spiele das Schiff lieber als schnell schießenden Kreuzer und auch auf Kosten, dass ich mal näher ran muss, aber das ist halt dann so. Schadensbegrenzungssystemmodifikation 1 sehe ich jetzt auch nichts anderes. Ihr habt halt viele Trefferpunkte, deswegen wollt ihr eure Brand- und Flutungswahrscheinlichkeit etwas reduzieren. Falls ihr nämlich mal in Brand geratet, dann zieht es euch. Dann werdet ihr natürlich nicht so oft in Brand geraten. Und das Problem nämlich bei den deutschen Kreuzern oder ja, da die so viele Trefferpunkte haben und das mit dem Bränden immer prozentual gerechnet wird pro Sekunde, verliert ihr natürlich dadurch entsprechend mehr Trefferpunkte. Also das ist auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt nicht, man könnte jetzt hier vielleicht, wenn man noch eins von diesen Modulen, die man aus den Containern bekommt, vielleicht das Luftabwehrmodul reinmachen oder das Hydroakustikmodul, je nachdem, wie man es präferiert zu spielen. Dann könnt ihr natürlich das auch machen. Dann Ruderstellzeit kann ich euch dringend ans Herz legen. Wie gesagt, das ist kein sehr, sehr wendiger Kreuzer und deswegen ist er auf sowas angewiesen. Tarnsystem sollte auch klar sein. Wir wollen unsere Sichtbarkeit so gut wie es geht reduzieren. Nochmal kurz hierhin. Natürlich habt ihr den Zugriff auch auf das hervorragende deutsche Hydroakustikmodul. Aber ich habe jetzt herausgefunden in der letzten Zeit, ich komme eigentlich zu selten ran, als dass es sich lohnt für mich. Und es sind auch wieder mehr Flugzeugträger unterwegs, deswegen bin ich einfach auf dieses defensive Flakfeuer umgestiegen. Macht für mich momentan auf jeden Fall mehr Sinn. Von daher, ja, würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Aber obliegt euch, wenn ihr meint, okay, Luftabwehr brauche ich nicht so sehr, ich werde nicht so oft vom Flugzeugträger angeflogen, dann nehmen wir halt hydroakustische Suche.
und haben halt noch ein bisschen Nützlichkeit, wenn man einen Nebel oder sowas quasi anfährt. Gehen wir nochmal auf den Kapitän. Der ist natürlich jetzt nur bei 10 Punkten, nicht allzu viel. Vorrangiges Ziel. Adrenalinrausch, die Turmdrehrate ist schnell genug, immer noch, trotz des Moduls. Inspekteur würde ich euch empfehlen, alleine wegen dem, wegen der Heilung, dass ihr da eins mehr bekommt. Und natürlich Tarnungsmeister. Nächstes wäre Sprengmeister, was ich auswählen würde. Ich kann noch mal kurz meinen Hindenburg-Kapitän zeigen. Dann könnt ihr euch angucken, was ich da so alles ausgewählt habe. Also, wie gesagt, dann hier Sprengmeister. Dann bin ich auf Wachsamkeit gegangen, damit ich Torpedos früher sehe. Und dann hier auf höchste Alarmbereitschaft, weil ihr, wie gesagt, die Hindenburg hat auch viele Trefferpunkte. Wenn ihr in Brand geratet, dann habt ihr da schnell euer Schadensbegrenzungs- Trupp wieder verfügbar und kann dann halt auch schneller reparieren. Den letzten Punkt habe ich dann präventive Maßnahmen, kann man aber auch auf Ladeexperte machen. Das war es so im Großen und Ganzen und wird dann gleich wieder ein Gameplay-Video hinterherkommen. Also, bis gleich. So, da sind wir quasi zum Gameplay-Teil des Videos. Ich habe jetzt ein Replay genommen, ich habe nicht auf Anhieb gute Games gekriegt und mich dazu entschieden, okay, spielst du mal ein bisschen roh, mal wieder ein bisschen reinspielen und habe dann jetzt hier dieses Game quasi per Replay aufgehoben und werde euch das jetzt präsentieren. Zeigt so ein bisschen, wie man die Runden spielen sollte, auf was man achten sollte, darauf gehe ich dann ein. Wir sind hier auf der tollen Karte Islands of Ice, wobei toll mit Vorsicht zu genießen ist. Ich mag diese Karte eigentlich nicht so gerne, aber wenn man Top-Tier oder High-Tier spielt, dann ist es halt einfach immer so. Höhere Stufen 9, 10, da hat man halt diese ganz großen offenen Karten, die eigentlich nicht so wirklich gut geeignet für Kreuzer sind, aber ja, man kann es halt schon irgendwie hinkriegen, da zu spielen. Als allererstes habe ich erstmal mein Team angewiesen, wie das so immer auf dieser Map ist. Fahrt doch bitte nicht nach A, lass uns auf B, C konzentrieren. Warum man nicht nach A fährt, ist ganz einfach. Ihr seht diese großen Inseln hier, die so hoch sind, da kann keiner drüber schießen. Das heißt, wenn man hier mit einer Flotte hinfährt, dann ist man isoliert vom ganzen Rest der Flotte. Also entweder man fährt komplett dahin, was aber auch nicht zu empfehlen ist, weil das setzt nämlich voraus, dass das ganze Team durch A durchpusht, ein Teil hier bleibt, ein Teil hier, vielleicht noch in der Mitte und dass man das hier quasi das B-Cap umzingelt sozusagen. Aber das passiert in den seltensten Fällen und ist einfach nur dem Zufall geschuldet. Deswegen sage ich immer BC, hier kann man sich wenigstens gegenseitig unterstützen. Und ja, wie ihr da im Chat seht, versuche ich das da auch zu erklären. Und ja, diese Map halt. Gut, ich fahre relativ nah an das B-Cap ran. Sofern unsere Zerstörer irgendwas spotten, will ich sie unterstützen können. Ich fahre hier auch nicht voll Speed. Ich werde mich auch gleich ein bisschen Richtung Süden orientieren. Weil wenn man so fährt und dann etwas aufploppt oder gespottet wird, dann ist halt das Problem, man muss erst noch rausdrehen, so wie ich das jetzt mache. Und stellt euch vor, da drüben stehen halt wieder, ist es natürlich hier wieder so, dass wir 5 Schlachtschiffe haben. Die natürlich freuen sich alle, wenn man natürlich dann erstmal rausdrehen muss und volle Breitseite zeigt. Deswegen erstmal ein bisschen so angewinkelt, aber möglichst nicht zu nah, aber auch nicht zu weit entfernt. Ja, das ist halt so der Plan. Aber es sieht so aus, als ob kein gegnerischer Zerstörer im B-Punkt ist. Und ja, also ich hier quasi, naja, nutzlos will ich nicht sagen, aber nicht quasi gebraucht werde. Gut. Nachdem wir das B-Cap haben, gehe ich mich jetzt umgucken, was hier bei C passiert. Und da ist irgendwie eine Tirpitz, die doch ziemlich aggressiv. Und da sieht man es auch schon, Yamato da drüben, Tirpitz. Ich muss mich also wegdrehen. Und das ist das, was man da hauptsächlich mit der Roten macht. Man dreht sie erstmal weg, lässt die anderen pushen. Wenn die anderen pushen, ist das immer ein Träumchen für euch. Das müsst ihr euch einfach merken. Weil dann könnt ihr eure Feuerkraft am Heck optimal nutzen.
Und ja. Ihr seht, ich fahre jetzt auch wieder ganz langsam. Ich will eigentlich nur. Ich habe mich gegen alle diese Schiffe hier in dem Bereich angewinkelt. Die Tirpitz ist mit was anderem beschäftigt. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist die Montana, wenn ihr mich hier seht. Ich zeige halt schon Breitseite, aber dafür habe ich ja dieses vorrangige Ziel. Da sehe ich ja, wie viele Leute mich spotten. So, dann fahre ich hier mit Viertelgeschwindigkeit, bleibe halt in Reichweite und beschieße die Tirpitz da, die so und so schon so gut wie tot ist, weil sie einfach komplett Breitseite durch das Cap fährt und ja, das tut halt selbst einem Schlachtschiff irgendwann nicht so gut. Nebenbei habe ich noch ein Feuer gelegt und ja. Hier habe ich das Aufklärungsflugzeug, das ist genau für solche Sachen, weil in diesen höherstufigen Gefechten ist halt einfach so, dass die Reichweiten extrem groß sind. Die Rhone hat zwar eine 17,8 Kilometer Reichweite, aber das reicht halt manchmal nicht, weil die Distanzen so um die 20, 19, 20, 18 Kilometer sind. Und deswegen habe ich mir das Flugzeug da drauf gemacht. Ich fahre jetzt sogar rückwärts. Ich bin zwar gespottet, aber es macht mir in dem Moment eigentlich nichts wie aus. Jetzt haben mich aber zwei Leute auf der Liste und ich gehe davon aus, dass auch die Montana dazu gehört. Also auf jeden Fall irgendjemand. Ja, schießt auf mich oder hat geschossen und dann habe ich natürlich eine Schelle zurecht kassiert. Das ist völlig okay. So ist das halt. Habe ich einen Fehler gemacht, habe ich nicht genau drauf geachtet. Deswegen versuche ich mich zu winkeln, kann halt leider nicht mehr mit allen meinen drei Geschützen schießen. Ich versuche mich jetzt Richtung Norden zu winkeln, weil natürlich von die ganzen Schlachtschiffe wieder alle zu C runtergefahren sind, was halt auch Quatsch ist. Normalerweise ist es praktisch, wenn man hier noch ein paar Schlachtschiffe hat und hier. Weil dann macht es den gegnerischen Kreuzern schwierig, quasi sich gegen alles zu winkeln. Nebenbei kriegen wir jetzt unser B-Cap vor der Nase weggekappt, was nicht so schön ist. Aber gut, kann man gerade nichts machen. Unsere zwei DDs sind hier unten am Kämpfen. Kommen da jetzt auch nicht so einfach raus. Hier oben kommt jetzt eine Taschkent. Da werde ich mich mal kurz drum kümmern. Merke, Taschkent, russischer Zerstörer. Der ist jetzt schon fast ein bisschen zu nah. Ja, also es wäre wohl besser für ihn, wenn er so auf, sag mal, 10, 11, 12 Kilometer wäre, dann ist er ein absoluter Nervfaktor. So kann man ihn noch treffen, aber er hat genau das Richtige gemacht. Er ist halt direkt weggedreht. Mich interessiert es aber auch nicht. Ich will ihn nur weghaben. Ich werde jetzt noch ein bisschen schießen. Also, ich meine, die Rhone hat die gleichen Geschütze wie die Hindenburg und das sind ziemlich gute flache Flugbahnen, die man hat. Seht ihr ja auch. Ich mache da konsistenten Schaden. Und, er sollte sich vielleicht noch ein bisschen mehr angewöhnen, sich zu bewegen. Sonst wird das dann nichts mit russischen Zerstörerfahren. Mich juckt das auch nicht. Der soll mich halt ein bisschen beschießen. Das juckt, nervt mich nicht. Er wird halt abgedrängt und fertig. Darum ging es eigentlich. So, jetzt drehe ich halt wieder rein. Und wir müssen halt irgendwie zusehen, dass wir das B-Cap hier schnellstmöglich kriegen. Sonst landen wir auf einmal in den Punkten dahinter. Und das wollen wir ja nicht. Erkläre es auch nochmal den anderen hier, der Luoyang. Die Luoyang, das bringt überhaupt nichts, ihm hinterher zu fahren. Erstens ist die Taschkent verdammt schnell mit 45 Knoten. Und zweitens hat sie einfach die besseren Geschützballistiken, also sprich flachere Flugbahnen. Damit kann die Luoyang, die ja im Endeffekt nichts anderes als eine Benson mit nur vier Geschützen und Hydroakustik ist, nicht mithalten. Vor allem nicht auf wegfahrende Ziele. Das ist das, wo die amerikanischen Zerstörer ihre Probleme haben. Gut, so, jetzt entscheide ich mich, okay. Lass uns in B fahren. Lass uns B zurückerobern. Und damit wir wenigstens ein Cap haben. Nebenbei ist natürlich jetzt die Hölle los. Also es ist ganz wichtig, wir sind nicht alle bei C. Und das ist ganz wichtig, ganz einfach aus dem Grunde, weil wir man sollte immer noch eine Flotte oder einen Teil der Schiffe hier oben haben. Wenn alle hier unten sind, das machen natürlich die Schlachtschiffe immer voll gerne. Aber als Schlachtschiff ist es super clever, wenn man hier ist, um irgendwelche Breitseitenshots zu kriegen. Oder wenn man zum Beispiel mit Zerstörern einfach hier durchfährt und einfach in den Rücken der Gegner reinfährt.
Hängt natürlich auch davon ab, ob das was wird. Ich frage noch nebenbei die Des Moines, ob sie bald Radar hat, weil ich gehe davon aus, dass hier irgendwie ein Zerstörer drin ist. Jetzt bin ich gespottet. Jetzt ist da die Minotaur. Und die war eigentlich vorher gesichtet, deswegen verstehe ich nicht, warum da die Des Moines einfach drauf geht. Das ist nicht so clever. So, jetzt werde ich den Torpedos ausweichen. Da sie ja alle schon früh aufgedeckt waren, ist das nicht so das Riesenproblem. Torpedos direkt voraus. Und dann werde ich in das Torpedos voraus. B, in den B-Eroberungspunkt reinfahren. So. Da ist jetzt eine Gumo. Bin jetzt eigentlich noch ein bisschen auf den Schießen. Leider alles daneben. Aber so. Gut, Glücksschuss da rein. So, aber nebenbei, unsere Luoyang und Kutuzov sind schon am. Ja, keine Ahnung, was die Minotaur da macht. Jetzt habe ich das Flugzeug, jetzt habe ich aber gemerkt, oh Gott, die Yamato da unten, die sind alle viel zu weit weg. Plan ist jetzt auf jeden Fall B zu kriegen. Das gelingt uns. Jetzt taucht die Tashkent da wieder auf, ist mir aber völlig wurscht. Wie gesagt, es kann ein Nervfaktor sein, aber man sollte sich nicht die ganze Zeit damit beschäftigen. Deswegen sage ich auch, let him be. Wenn er mich beschießt, beschießt er mich, aber ist mir relativ wurscht. Ein bisschen. Ups, da hat es uns den Kurfürst erwischt. Habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Ja, was man hier im B-Cap immer ein bisschen beachten sollte, ist, man kann nicht einfach hier durchfahren. Ich kann nur hier durchfahren, weil nichts hier ist. Das heißt, ich muss mich nur gegen die Schiffe hier unten anwinkeln, falls sie meinen, sie müssen auf mich schießen. Ist jetzt die Tashkent, aber wie gesagt, das juckt mich nicht. Der ist halt ein Nervfaktor, aber damit kann man leben. Ich bewege mich so ein bisschen, damit er nicht ganz so viele Schüsse trifft. Und mach einfach mein Spiel, fahr wieder so ein bisschen weg. Die Hindenburg macht natürlich den typischen Kardinalsfehler, was man als Schlachtschiff nicht machen sollte und das auch nicht als Kreuzer, wenn man nämlich beschäftigt ist mit einem anderen Kreuzer oder mit einem im Kampf, dann repariert man nicht einfach ein Feuer. Das ist halt Quatsch. Und zack, hat er schon das nächste. Und noch eins, so, zack. Und das ist jetzt eine ganze Menge HP, die er dadurch verlieren wird. Ich hatte es vorhin schon, oder was ist vorhin? Ich hatte es ja in meinem ersten Teil des Reviews schon gesagt. Hindenburg, Rohn haben alle relativ viele Trefferpunkte. Das heißt, die verlieren halt auch eine ganze Menge HP durch die Feuer. Und genau aus dem Grunde sollte man halt nicht das machen, was er da gemacht hat. So, ich fahre jetzt ein bisschen weg. Allerdings hätte ich hier meiner Meinung nach nach links fahren sollen. Ja, die Hindenburg fährt ihrem Ende entgegen. Einfach immer Vollgas durch. Das kann natürlich nicht gut gehen. Da hätte sich nach außen wegziehen müssen. Aber gut. So ist das nun mal. So, jetzt sehe ich, dass da unten bei C einiges ausgedünnt ist und noch vier Schiffe. Kann ich noch ein bisschen Schaden farmen und dann ist gut. Ja, und Tashkent wird von der Minotaur gejagt. Also keine Ahnung, wenn ich ein guter Tashkent-Spieler bin, dann hat die Minotaur da keine große Freude. Vor allem mit Heilung.
weil die Taschkent hat Zugriff auf Heilung. Könnte ich das. Kannst, kann man den super niederbrennen. Und wir verlieren hier auf Anhieb zwei Schiffe, weil die gegnerische Yamato doch ziemlich und die Friedrich da ziemlich reinhauen. Und es sieht so aus, als ob wir unser letztes Schlachtschiff da auch noch verlieren. Ich meine, wir haben noch unsere beiden Zerstörer, deswegen ist es nicht so dramatisch, aber trotzdem. Da sind sie wohl etwas zu früh und voreilig reingefahren. Na gut, ich werde mich jetzt hier unten in diesen Bereich begeben, dann kann ich auf die Friedrich schießen, auf die Yamato und was auch immer das für ein Schiff hier unten ist, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich, mal gucken, eine Rhone, okay, auch eine Rhone. Wie der da unten gelandet ist, ich habe keine Ahnung. So, die Minotaur fährt ihn immer noch hinterher, das ist grandios gut. So, ihr seht, dass ich wieder mit dem Torpedowerfer gecheckt habe, in welche Richtung er sich bewegt. Ah, er fährt jetzt langsam vorwärts. Und der HE-Schaden ist ja, wie gesagt, bei den Deutschen gar nicht so schlecht, weil die ja diesen höheren Penetrierungswert haben. Zwar nicht so eine hohe Feuer, aber Brandwahrscheinlichkeit, aber dafür halt einen guten Penetrierungswert. Man heißt also, Rohn, Hipper oder eigentlich alle machen jetzt auch einen guten HE-Schaden, halt wie das halt bei den Deutschen so ist, mit nicht so viel Brandwahrscheinlichkeit. Früher war es immer so, man hat viel geschossen, aber man hat kaum HE-Schaden gemacht. Und dann halt auch keine Feuer gekriegt. Das heißt, die deutschen Kreuzer waren halt immer sehr, sehr abhängig auf den Schaden von ihrer AP. Ja, und da ist die Friedrich tot. So. Jetzt denke ich mir, okay, dann kann ich mich hier an die Rhone anschleichen. Lade auch schon AP. Und irgendwie hat sie Taschkent hingekriegt, sich von der Minotaur killen zu lassen. Das darf eigentlich nicht passieren. Aber gut, wahrscheinlich nicht so erfahren. Ja, grundsätzlich würde ich sagen, wir haben das Spiel jetzt gewonnen. Es geht jetzt einfach nur noch darum, ein bisschen mehr Damage zu fahren. Hier switche ich jetzt wieder auf AP zurück. Ganz einfach, ich hoffe einfach, dass die Rhone mir irgendwann breitseitig genug zeigen wird. Ah, jetzt dreht er aber immer mehr rein. Das ist natürlich blöd. Und die Yamato steht auch schlecht. Also schieße ich jetzt eine AP-Salve und dann werde ich... Also ich winkel mich halt schon wieder zu beiden an. Es ist ein sehr, sehr vorsichtiges Spiel, ich weiß. Aber Yamato, der hat schon einiges weggeräumt. Ich nehme mal an, der weiß, wie er schießen muss. So, jetzt habe ich schließlich HE, jetzt will ich ihm halt einfach glauben machen, okay. Ich schieße schon kein AP. Und deswegen habe ich genau direkt gewechselt. Wenn er sich jetzt wieder anwinkelt, schieße ich natürlich wieder HE, ist klar. Okay, er winkelt sich jetzt an. Einmal schießen wir noch. Dann gehen wir wieder auf HE. Und nachdem ich HE geschossen habe, hoffe ich einfach, dass er wieder einen Fehler macht, zu viel Breitseite zeigt und ich kann AP schießen. Genau das. Jetzt hat er eigentlich auch gemerkt, okay, sollte. Das Feuer macht mir nichts und zack, da Citadel und tot ist er. Okay, das ist der Abschlussbildschirm. 123.000 Schaden, ja, ganz okay. Hätte man wahrscheinlich noch mehr rausholen können. Ich spiele halt immer etwas vorsichtiger. Wer ein bisschen aggressiver spielen will, ich mache das lieber in der Hindenburg. Aron ist auf diesen großen Map, wo man sich halt auch kaum mal irgendwie an ein Schlachtschiff ranschleichen kann und
Ja, wenn alle Schlachtschiffe auf einem Fleck sind, kommt man halt auch nie in die Situation, dass man irgendwie mal in Nahkampf gehen kann. Deswegen ist es halt immer schwierig. Diese offenen Maps tragen ihren Teil dazu bei. Von daher. Aber trotzdem ein ganz ordentliches Spiel, 123.000. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden mit gewesen. Dann haben wir noch hier 2054 Basis-XP. Hier die Fletcherin muss richtig gute Arbeit in C geleistet haben, deswegen hat er ein bisschen mehr. Ja, aber grundsätzlich ist das ein ziemlich solides Game in der Rollen gewesen, genauso wie man sie halt spielen muss. Nicht zu passiv, aber auch nicht. Also, was euch nichts hilft, ist zum Beispiel, sehe ich öfters, ich habe ja von dem Reichweitenmodul erzählt im vorigen Teil und dann sitzt man dann an 20 Kilometern und Long Range HE Spamming. Auf irgendwelche Schlachtschiffe, das ist halt nicht mein Stil. Also wenn dann halt auch noch 10 Sekunden warten auf die Nachladezeit und ach, keine Ahnung, null Einfluss aufs Spiel haben, weil die Ronin ist vielleicht jetzt nicht das Schiff für die absolute Aggression, aber es ist halt dank der AP doch ein wirklich gutes Schiff, wo man auch mal gute Schadensgames haben kann hinsichtlich nur AP, wenn Schiffe einem Breitseite zeigen. Also für mich ist es einfach Perlen vor die Säule werfen. Die Ronin ist ein ziemlich solides bis gutes Schiff. Also wahrscheinlich sogar eher gut solide. Nicht so gut natürlich wie die Hindenburg, aber trotzdem auf dem Weg zu Hindenburg ist es schon ein angenehmes Schiff. Man muss halt nur wissen, wie man es spielen muss. Und ich hoffe, das konnte ich euch zeigen. Und so, gehen wir noch auf den detaillierten Bildschirm. Panzerbrechende Granaten, ja, das war jetzt nicht so die Menge. Aber wie gesagt, war halt viel Angewinkel. Muss halt erstmal in die Region kommen, dass man sieht, also dass man irgendwie in die Breitseiten schießen kann. Und hängt auch manchmal mit dem Glück ab oder mit den gegnerischen Spielern, wie gut oder schlecht die sind. Und deswegen. Ja, also wie gesagt, alles in allem, solides Game. Nichts übertrieben, nichts schlecht oder so. Und ja, hoffe, es hat euch weitergeholfen und ja, euch gezeigt, wie man die Runden spielen sollte. Also, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like oder ein Abonnement, wenn ihr hier reingestolpert seid. Würde mich freuen. Also, bis zum nächsten Mal.